Also für die Bundestagsfraktion heißt das natürlich Fokussierung, Konzentration. Wir wollen und werden das soziale Gewissen im Deutschen Bundestag sein. Die ersten Entscheidungen, die im Sondierungspapier der Ampel sichtbar sind, zeigen, dass sozialer Ausgleich nicht weit oben steht. Die vorher versprochene Entlastung bei kleinen und mittleren Einkommen wird nicht stattfinden. Und deswegen ist unsere Rolle beschrieben. Ich bin gespannt, was vorgelegt wird. Unsere Position ist klar. Und das werden wir versuchen, deutlich zu machen. Und das im Übrigen auch zu verbinden mit der Chance, die wir in vielleicht bald wenigen Wochen 4 Landesregierungen, in denen wir Verantwortung tragen, zu verbinden. Wir haben in der vergangenen Legislatur im Übrigen, ob das beim Wahlrecht war, ob das bei der Parteienfinanzierung war, mit Grünen und FDP in der Opposition gut zusammengearbeitet. Und ich bin gespannt, welche damals noch gemeinsamen Positionen sich jetzt auch im Regierungshandeln wiederfinden werden.